Heute heißen wir euch willkommen an einem Ort, wo das Theater daheim ist. Die Seele und das Herz vom Theater schlägt hier beim Helmut Förnbacher. Helmut, Vorfreude ist die beste Freude. Das Ridicule kommt auf uns zu, die Fasnacht kommt auf uns zu. Gib uns eine kleine Ahnung von dem, was dir hier bietet. Also, wir machen wieder eine wunderschöne Fasnachtsvorgeschichte. So eine Vorfasnacht, wo man wirklich auch wieder ein bisschen sich freuen kann auf die Fasnacht. Mit sehr vielen sauglachten Texten natürlich. Auch poetischen Texten mit ganz fantastischen Pfeiferinnen. Das Mal sind es nur noch Pfeiferinnen. Sie haben das einzige Mal, wo sie hatten, haben sie vergrault. Wir üben uns jetzt auch in der Frauenquote. Dafür spielen ein paar Männer bei uns in Damenrollen. Und ich glaube, dann hebt sich das Ganze wieder ein bisschen auf. Wir haben ganz wunderbare Tambouren. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen etwas, was man fast ein bisschen schade findet. Wir sind von einer Tambourentruppe, Pianoforte, die uns 10 Jahre lang begleitet hat und wo ja auch zum grossen Teil die Schweizer Meisterin, also Tambouren-Schweizermeister waren. Die hören auf, die lösen sich auf. Und es ist also das letzte Mal, dass die zusammen sind. Und die sind einfach großartig. Aber inzwischen ist es so, dass die meisten von ihnen sind Chefärzte, haben Familie, sind im Ausland und sie schaffen es einfach nicht mehr zusammen. Ich habe jetzt aber, und das ist wieder ganz etwas Fans, von ein paar Jungen gehört, die dazukommen, wo sie können lernen können, weil der Nicola Dreyer ist ja ein unglaublich guter Trommelinspektor. Der freut sich auch, dass man jetzt wieder Junge dazukriegt und vielleicht haben wir das nächste Jahr dann die Jungen, die das machen. Und wenn man die Tür ganz klein auftun kann, reingliessen kann, hinter Kulissen, wie tust du denn da Themen, die einzelnen Stückchen, die einzelnen Rahmenstückchen, wie tust du die zusammenstellen, wie tust du die Leute und Themen eruieren, herausfinden, überhaupt herausfiltrieren aus dieser Fülle von Themen, die man haben kann? Also da fangen wir natürlich sehr früh an, sammeln uns sämtliche Themen, die in Frage kommen. Das sind riesige Listen. Früher hat das für uns der Carly Miewil gemacht, der immer noch zu uns zu der Premiere kommt. Und jetzt wird er ja 97. Das ist großartig, dass er kommt, nur noch kurz zuschauen. Jetzt müssen wir das selber machen. Das geht übrigens den Glicke und den anderen allen auch so. Und wir fühlen sehr früh an versammeln und schauen dann, welche Geschichten wir wirklich können realisieren können. Das ist eine Reihe von Autoren, die daran arbeiten. Und jetzt, kurz vor der Premiere natürlich, filtern wir aus, was wir davon brauchen. Es gibt auch ganze Rahmenstücke, die wir dann nicht bringen, weil sie an Aktualität verloren haben. Oder neue Sachen, die dazu sind. Und wir haben ja die herrlichen Balkonszenen, wo wir ununterbrochen können die aktuellsten Sachen reinbauen und das macht natürlich besonders viel Spass. Und es passiert ja immer irgendetwas Verrücktes. Also freue ich mich schon auf das nächste Ridicule und mache einen Schwenk zu etwas, was ich vorgestern gesehen habe. Ich war Gast hier, habe Arsen und Spitzenhäubchen gesehen und ich war sehr begeistert. Es ist ein absurdes Theater, ja schlussendlich, mit absurden Szenen, mit abstrakte Szenen, aber ist so fein gespielt, dass das mich wirklich berührt hat. Es ist so fein gespielt, dass es wirklich ein hintergründiges Stück wird. Jetzt hast du Regie geführt. Ja. Mich nimmt Wunder. Die Schauspieler fühlen sich offensichtlich wahnsinnig wohl auf der Bühne und in diesem Stück hin, damit sie nicht überkarikieren, damit sie nicht zu fest spielen, sondern in dem Fluss daherkommen, wie sie daherkommen. Tust du sehr mit ihnen arbeiten am Stück oder kommst du mit einer starren Vorstellung, wie das Stück muss aussehen, an deine Regiearbeit her? Ich weiß natürlich, wie es soll aussehen und ich weiß, was für eine Wirkung ich damit erzielen will. Ich will natürlich, wenn ich so ein Stück mache, eine feine englische schwarze Komödie und will nicht eine derbe, breite Geschichte. Und das versuchen wir natürlich. Das ist eine unglaublich intensive, harte Probezeit. Das sieht man dann am Schluss nicht, das darf man nicht sehen. Aber das ist ein unglaublicher Aufwand, also auch für die Schauspieler. Ich meine, es sind 12 Schauspieler auf dieser Bühne. Und die müssen alle, es ist, so eine Komödie ist, das hat mit Timing zu tun.
auch sehr viel. Das heißt, jede Reaktion hat eine Gegenreaktion. Das heißt, es darf nicht etwas improvisiert auf der Bühne passieren, weil sonst purzelt das alles zusammen und dann tut das Feine, funktioniert dann nicht mehr. Und das Feine zu erarbeiten, ist unglaublich schwierig. Das ist, wenn ich einen Film drehe, dann kann ich das wunderbar im Schnittraum, kann ich nachher das zusammenschneiden und kann das so machen, wie ich will. Auf der Bühne, wir haben die Schauspieler, dass dann jeden oben so hinkriegen, wie wir das bei diesem Stück jetzt über Monate probiert haben. Und es ist dann fein, wenn man dann endlich an der Premiere sieht, dass das so funktioniert, wie man das sein will. Gibst du dir während der Probe den Schauspieler die Möglichkeit, ihren Charakter noch zu verändern? Oder bleibst du bei der Vorstellung, die du hast als Regisseur, bevor du angefangen hast? Ja, wir tun das natürlich auch mit den Schauspielern mitentwickeln. Das ist ja klar, weil Schauspieler bringen ja von sich aus auch sehr viel. Und das ändert auch. Also wenn man jetzt einen anderen Schauspieler würde in so einer Rolle inszenieren, müsste man wieder auf ihn eingehen und aus dem raus, was er kann und was er verkörpert, müsste man dann wieder eine Möglichkeit finden, wie man das macht. Das Ganze ist ja auch ein Abspruch. Also man verabredet sich mit den Schauspielern und das ist eben das Tolle am Theater, man verabredet sich auch, ohne dass man das merkt, mit den Zuschauern. Das Ganze ist eine Zusammenwirkung von den Spielern auf der Bühne und den Zuschauern, die zuschauen. Und wenn das dann funktioniert, ist das halt etwas Grossartiges, etwas, was man nie erreichen kann. Darum habe ich neben meinen Filmen, die ich so gerne mache, habe ich eben Theater gern, weil das ist ein Erlebnis, das es eigentlich sonst nie mehr gibt. Und mir tut es eben leid, dass das heute ein bisschen verloren gegangen ist, dass das die Menschen gar nicht mehr so wissen. Also man kann sagen, das ist wie wenn man keine Kinder hat, dann weiß man nicht, was man vermisst, wenn man sie nicht hat. Und das ist ein bisschen schade. Beim Theater versuche ich das jetzt wieder anzukriegen, dass die Menschen, die kommen, dass sie ein unglaubliches Gemeinschaftserlebnis haben. Also auch mit denen auf der Bühne, mit dem Stück, das wir verkörpern und den Zuschauern. Und das gibt dann am Schluss von oben, gibt das, glaube ich, ein gutes Gefühl. Also dann geht man heim und hat etwas profitiert für sich, also auch für sein Leben.